glaube ich, dass es für uns extrem wichtig ist. Das was, und das ist ja, wir haben zum Beispiel, heute haben wir den Ansatz trainiert. Heute haben wir den Block trainiert. Heute haben wir diesen Block trainiert. Mit sechs Mal. Diese zwei plus drei. Natürlich sind dann in der Trainingsform sind dann das mal die Innenverteidiger. Das ist klar, weil die dann auch hier vorwärts verteidigen müssen. Aber heute das Anlaufen war das 6 gegen 6 quasi. So, wenn hier zwei Innenverteidiger sind, dass wir dann in der Regel im 4-2-3-1, dass wir hier vorwärts verteidigen. Und dass wir hier abschneiden. Ich glaube, dass wichtig ist auch, dass der, wenn es hier über die Seite geht, dass es hier der Ball entfernte, dass der hier mit reinschiebt, dass wenn mal irgendwann mal Druck über den Ball entfernt, Innenverteidiger auch, dass die Entscheidung fällt, so, entweder geht er raus, der Zehner, oder er geht raus. So, und dann ist es wichtig, und das kommt dann heute zum Beispiel, gehen wir es in 10 gegen 10, dass hier vorwärts verteidigt wird, hier quergeschoben wird, hier quergeschoben, dass wir uns lösen nur von diesem Querschieben, das ist schon mal das Wichtige. Also, dass wir uns komplett dann davon lösen, dass wir nur, jetzt sage ich mal, wenn wir hier mit den vier Mann stehen, plus Sechser und der Firma, dass es nur darum geht, quer zu schieben, kein Pass zu finden. Also das ist das oberste Gebot, dass wir Pässe erschweren wollen, dass wir am besten in dieser Zone, wenn der Außenlänge in dieser Zone, dann wird es auch Spiele geben, wo du hier ins Zentrum reinpassen lässt. Das sind immer die Kriterien, aber dass wir grundsätzlich, dass wir aktiv sind, die Bälle erschweren. Dass wenn die einen Ball hier vorne reinspielen, dann muss es zumindest mal zu sehen sein, dass der Stürmer hier Druck ausübt. Dass der dann nicht nur begleitet, das ist das, was wir sehen wollen. Auf der anderen Seite kann das auch sein, und das haben wir heute vor dem Mittagessen haben wir es auch besprochen, es gibt auch, und das meine ich dann auch, es gibt auch Phasen, wo wir dann 4-5 Minuten im Spiel dann auch mal tiefer stehen. Also das heißt nicht, dass wir vorwärts verteidigen, bedeutet nicht, dass wir nur Angriffspressing spielen. Vorwärts verteidigen bedeutet, wenn der Ball aber dann beispielsweise hier in den Halbraum reingespielt wird, wenn der äußere Mittelfeldspieler hier reinkommt oder irgendetwas, so, dass wir dann genauso aktiv sind im Vorwärtsverteidigen hier, dass der genauso auf dem Sprung ist, dass der dann nicht dann nur da steht im Raum. Das heißt, Blockbildung bedeutet nicht, dann nur im Raum da drin zu stehen und zu sagen, okay, dann spielt er den dann da halt rein und dann gucken wir, dass der Torwart hält oder die spielen Fehlpass. Sondern dann haben wir halt, und das ist der Unterschied, dann haben wir halt eine tiefere Ballerung. So. Und dann, das wird trotzdem nie der Ansatz sein, so ins Spiel reinzugehen. Außer vielleicht gegen Bayern Dortmund ist es häufiger. Aber der Ansatz wird immer sein, dass du natürlich hier in der Mittelfeldzone die Bälle ruppest oder situativen Angriffspressing machst. Aber immer, wenn der Ball reinkommt in bestimmten Zonen, wollen wir aktiv sein, nicht nur begleiten. Das ist so. Und das ist, meine ich, das ist dann unabhängig von Grundordnung oder irgendwas. Das beispielsweise, wenn jetzt hier zwei Innenverteidiger sind, er läuft an, so, jetzt ist dieser Weg zu weit, dann wird es halt mal kurz, jetzt spielt er rüber, dann wird es auf einmal ein 4-4-2. Dann ist es ein 4-4-2 auf einmal. Und das ist fließend. Es kann aus dem 4-2-3-1, kann er abschneiden auf den Innenverteidiger, wenn er rausgeht und er, wenn er so breit rausgeht, und er hat kurze Wege da drin, dann ist es auf einmal er drin, dann ist es auf einmal ein 4-3-3. Dann hast du zwei Sechser, Zehner, die bleiben im Zentrum, in diesem Dreieck drinstehen. Er attackiert vorwärts und dann sind es zwei Flügelstürmer und ein Stürmer. Dann ist es ein 4-3-3. So, das ist fließend und deswegen hat es nichts mit Grundordnung zu tun in der Arbeit gegen den Ball. Und auch nicht, im Ballbesitz ist recht nicht. Da ist im Ballbesitz ist es ja dann also komplett, völlig auflösend, eine komplett andere Grundordnung.